Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ratchet and Clank. So, wir fliegen zu dem Planeten, auf dem wir noch nicht waren, auf dem wir jetzt endlich drauf können, nämlich zu diesem G34-Nebel. So, dann würde ich sagen, los geht's. Hui, Freiheit! Die Freiheit ist mir wichtig! Wer dieses Zitat kennt, der ist ein echter Game One Fan. Mit Edward Laser. Gib mir Edward Laser ein, dann wisst ihr was. Bevor ich rede. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe irgendein Ratchet Clank Teil mal zugesehen, aber ich wusste nicht, ob das hier. Captain, bitte komm. Clank und ich sind erzähl's euch später. Und bereit für Operation Fallender Stern. Verstanden, du kannst reingehen. Ich beobachte dich von hier aus. Okay. Vielleicht ist der Dietrich hier von Nutzen. Ist das hier? Ja, hier kann man auf das Lackierschiff und alles. Okay. Auf jeden Fall. Ich habe schon mal einen Teil so ein bisschen, sag mal, mir angesehen. Ich habe ihn nicht wirklich gespielt. Strahlen werden von anderen Lasern und Blockern blockiert. Blocker tut nichts außer Laser zu blocken. Stell sicher, dass keine Schlüssel blockiert. Wenn du mir Hilfe auf Forschung raus kannst du Anweisungen leck mich am Arsch. So. Ah, okay, das heißt, man muss so nehme ich den hier. Ah, okay, oh, hier ist Gift. Da muss man aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen oder da hinten lang. Aber was ich sagen wollte, ich habe schon mal ein Ratchet und Clank Teil mir angesehen. Ich möchte euch für eure harte Arbeit in den letzten Monaten danken. Ich mag euer Anführer sein, aber ich bin. Hilfe. Ich habe keinen Schrotflinte oder sowas. So, der ist erledigt. Hier alles auseinandernehmen. Die komplette Inneneinrichtung. Okay, auf jeden Fall habe ich eben eins mir mal angesehen. Eins der Original Clank Spiele. Ich habe es auch nicht gespielt, da war ich noch extrem jung. Das könnte tatsächlich der Teil hier gewesen sein. In dem Fall würde ich zwar schon den Endboss kennen, aber es wäre trotzdem noch recht spannend. Aha. Wenn jemanden seht, der kein Blob ist, okay. Wie mache ich das denn jetzt? Aha, okay. Na, langsam, ich dachte, sie wären recht einfach, aber das sind sie gar nicht. Nein, die Steuerung ist aber echt das Schlimmste. Ich versuch's mal so und jetzt, nein, zack. Ja, ha. Oh. Guckt er so als kein Fußball. Was haben wir hübsches? Öffnen! Noch ein weiteres Teil der Rita. Vom Teil 3. Hm. Egal. Hey, du hast ja endlich genügend Boots für das Groovy-Tron. Komm zu mir! Hier alles auseinandernehmen. Und wir haben, glaube ich, jetzt die, ja, wir haben die 15.000 locker. Um uns diese coole Waffe zu holen. So. Hoch oder hier lang? Hier ist das Gift, aber ich gehe hier trotzdem hin. Ah, weil hier auch so eine Holokarten-Pack ist. Das öffne ich auch gleich. Ich bin süchtig jetzt nach diesem Sammeln. Blitzhydra. Ah, jetzt verstehe ich. Hier findet man auch Besserungen für manche Waffen. Die Blitzhydra ist aber auch eine Waffe, die im Ratchet & Clank 3 und ich glaube sogar auch im Ratchet & Clank 2 eine Waffe war. Aber ich kann mich nicht so gut aus. Ja, viel Spaß noch da hinten. Habe ich den Flammenwerfer ausgerüstet? Ja, habe ich. Ende.
gibt's hier Hübsches? Was ist das alles? Hallo. Offenbar hat sich der Vorsitzende Drake eine eigene Armee aufgebaut. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten das nicht öffnen. Irgendwie ist mir aber auch langweilig. Kämpfe! Oh, Alter, Alter, Alter. Stirb! Verbrenn es! Okay, diese Viecher sind gefährlich. Und jetzt? Hilfe, ich kann spucken. Alter, man findet voll viele von diesen Dingern. Ich möchte kurz daran erinnern, dass alle Projekte, Akten und Experimente Eigentum von Bragg Industries sind. Feedback ist dennoch jederzeit willkommen. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, beschwert euch einfach bei den bewaffneten, mauslustigen Kampfbots, die zurzeit die Hallen patrouillieren. Okay, Ring Nummer 1. Gegen das spiele ich nicht im Nahkampf. Gegen das andere auch nicht im Nahkampf. Meine Hilfe. Bitte komm. Offenbar Drake mit Kreaturen herumexperimentiert. So ein paar Krabbeltiere machen doch Captain Quark keine Angst. Außer vielleicht Spinnen. Sind das Spinnen? Ah, jetzt habe ich ein komisches Gefühl in diesem Bett. In dieser Leitzentrale. Von wo aus ich dich beobachte. Ja, klar. Flammenwerfer. Hilfe, das sind ein bisschen viele. Lass mich in Ruhe. Noch mehr angehen. Stirb! Der wäre weg. Gut, mit dem letzten Schuss. So, dann nehme ich diese Blitzmine als nächstes. Brauchst du wieder so eine geile Scherbe. Schade, ich wollte das Ding eigentlich runterspringen, geht aber anscheinend nicht. Aber töten kann man es trotzdem. Mark, Gefährten. Ich habe erfahren, dass einige von euch sich in das Sperrgebiet schleichen und Versuchsobjekt 857B Echo füttern. Dies ist eine freundliche Erinnerung, dass 857B Echo kein Haustier ist. Und wer beim Füttern erwischt wird, wird extra füttert. Also die Viecher sind im Nahkampf sowohl assi als auch im Fernkampf. Nein, sind fetter. Oh, der Fette ist tot. Dachte mir schon, oh mein Gott, diese Fetten war ja so nervig. Und dann ein Angriff und weg. Oh, okay. Munition ist leer. Oh, ich bin fast tot. Nein, ich will nicht diese Waffe. Oh, der ist auch leer. Okay, jetzt ist der Moment für Panik angesagt. Okay, nur noch einer. Oh. Boah. Boah. So, das Ding hole ich mir. Und dann verbessere ich noch den Flammenwerfer. Mit Reichweite. Dem Ding. Jawohl, kann ich alles schaffen und auf ein Zeug. Das fehlt nur als eine Fähigkeit. Schade. Egal. Verpixler? Ah, so hieß die Waffe. Hast du direkt ausgerüstet? Ah. So eine Art Schrotflinte. Oh, ich meine. So eine Art Schrotflinte. Wenn immer kommt, jetzt sind das hier. Was? Also ein doppeltes Ding. So. Was hätten wir?
So. Huh. Irgendwie ist das extrem schwer, aber irgendwie auch extrem einfach. Oh, Bosskampf incoming? Fragezeichen. Achtung, Eindringling! Du hast die Testanlage eines Blatt-Schnaggelmonsters betreten. Der Vorsitzende Alonso Drake dankt dir für deine Bereitschaft. Captain, wusstest du, dass Drakes Geheimprojekt ein Blatt-Schnaggelmonster ist? Wirklich? Ich frage mich, warum das in keinem meiner Memos stand. Ich hatte etwas weitaus weniger Tödliches erwartet. Ja, klar. Die Sprüche sind so genial. Aber ich hoffe, das schaffen wir noch in der Folge. Wir haben noch, wir haben weniger als 4 Minuten. Ich meine. Hilfe! Bis jetzt scheint der Bosskampf nicht allzu schwer zu sein. Bis jetzt die Lava mein größter Feind. Der Brenner wird nicht ausreichen. Boah, das wird noch schwer. Was, den kann über Lava laufen? Hacker! Flyhack! Das Ding an sich hat bisher noch gar keinen Schaden gemacht, nur die Lava. Ich glaube, ich mache weniger als 1% Schaden pro Schuss. Kann das sein? Oh, Hilfe! Ja, er ist stärker geworden. Das ist in Lava gefallen. Wo ist es? An der Decke, Hilfe! Kleines Viecher, komm, das Leben, das brauche ich. Hilfe! Die Viecher nerven. Aber ich hab Plan. Also auf einen Punkt versammeln und dann in die Luft jagen. Deine Munition ist leer. Ach du Scheiße. Ich spüre den Verpixler, die neue Waffe. Ich bin fast tot. Leben! Nein! Ah, dann würde ich sagen, beende ich mal die Folge und dann sehen wir den Bosskampf in der nächsten Folge. Tschüss!